Gläubig. Čiček, der kommt nicht vorbei. Und jetzt die Möglichkeit für Schmölz. 1 gegen 1. Stachowiak ist noch mit dabei und der macht ihn. Wojciech Stachowiak. Und dann macht ihn Schmölz eben nicht selber, sondern legt nochmal ab. Keine Chance für Arno Tiefensee. Und Schinko. Schinko und Tor 1-0. Wir schauen drauf. Kriegt er eine Mittellinie, kriegt er die Scheibe und dann der Schuss. Eriksson lässt abprallen und Schinko genau in den Laufweg von ihm. Und dann ist Eriksson geschlagen. Lancaster, jetzt vielleicht die Möglichkeit und Bugel. Nicht viel zu tun bekommen, aber das ist die Qualität eines Top-Schlussmanns. Er muss dann zur Stelle sein. Das war hier. Super Save von Bugel. Kubicki blank. Ah, das ist Gogola. Scheibe ist frei. Nochmal rüber gespielt. Schön gespielt! Alex Blank. Wunderbares Powerplay-Tor von Düsseldorf. Zur Führung 2-1. Alex Blank verlängert seinen Scoring-Streak. Zurück an die blaue Linie auf Samuelsson. Nogier abgefälscht, Tor! Zweiter Schuss und der sitzt. Justin Scott lenkt den rein. Und das war ein klasse Tipp von Scott. Zweiter Schuss während dem gesamten Spiel, muss man ja sagen, der Tigers. Und der ist drin, ist ja Wahnsinn. Der Benny DEL schon lange nicht mehr gejubelt. Jetzt vielleicht, oh, ist das gut gespielt. Tic-Tac-Toe, Leon Bergmann darf sich freuen am Ende. 4-2 Berlin. Dann ist es ein super Diagonalpass. Möbitz ist ganz frisch im Kopf. Sieht den besser postierten Leon Bergmann und der muss natürlich nur noch einschieben. Auch im dritten Unterzahl hält sich die Mannschaft von Steven Rheinbrake schadlos. Und Brandon O'Donnell von der Strafbank weg. Da muss warten, DEG wechselt, hält die Scheibe, O'Donnell, schöne Bewegung, O'Donnell ins Tor und was für ein Schuss und Düsseldorf führt mit 3-2. Er wartet und wartet und wartet und wartet und dann macht er es einfach selber, 5. Saisontreffer. Patrick holt sich gut, die Scheibe schön gefährlich gemacht, klasse gespielt. Nürnberg gewinnt dieses Spektakelspiel. Super gespielt, Evan Barrett am Ende mit dem Tor für Nürnberg. Nach diesem neuen Todesspektakel toll auch vorbereitet. Es war so viel drin in dieser Partie. Schöner Spielzug, ein starker Querpass, voll in den Lauf und dann ist eben der Speed, der überzeugt. Mannheim, andere Seite, Traumtor! Kontern im eigenen Stadion über Swartz, über Heim und über Hennigan in die Reihe, die mir so gut gefallen hat. Und dann Traumpass. Traumpass für die Ruhe von Maxi Heim. Nochmal mit der Ablage für Wagner, für Pieta. Super in die Mitte gelegt. Und es ist soweit. Ingolstadt führt und Daniel Pieta macht den Rekord-Assist. Pieta in die Mitte. Und dieser Assist gehört ihm auf jeden Fall. Daniel Pieta, herzlichen Glückwunsch. Der neue Rekord-Assist-Geber der deutschen Eishockey-Liga. Ja, hallo, wie ich gerade erfahren habe, hatte Daniel Pieta meinen Rekord gebrochen. Und ich wollte ihm recht herzlich gratulieren. Ich finde es überragend, dass ein deutscher Spieler den Rekord auch gebrochen hat. Und ich wünsche ihm nur das Beste und ich gratuliere nochmal aus Florida hier. Spiel so lange ich kann und ja, was kommt, es kommt. Ich brauche dieses ganze Mittelpunktstehen, brauche ich nicht so wirklich. Aber vielen Dank an Robert für die Glückwünsche. Live beim Magenta Sport.